Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Grüßt euch! Wir sind hier zum E-Mountainbike Camp eingeladen und sind jetzt im Schwarzen Adler in St. Anton. Ja, wir residieren hier im vierten Stock, Zimmer 416. Und schaut euch mal an, wie es hier so aussieht. Das Hotel ist auf jeden Fall schon mal sehr groß und am Empfang sind wir super nett begrüßt worden. Wie es Essen schmeckt, kann ich euch dann erst später erzählen. Aber das Zimmer sieht wirklich schon mal richtig geil aus. Hier mit Badewanne und zwei Waschbecken sogar. Da können wir ordentlich hausen und eigenem Klo. Dann wird hier schon fleißig gesportelt. Total geil mit gemütlicher Holzwand hinten dran. Also Zimmer, da ist keine Wünsche übrig. Aber jetzt freuen wir uns erstmal noch ein bisschen auf den Tag. Leider hat es uns schon mit einem kleinen Gewitter im Wellness-Package. Für sowas haben wir aber natürlich keine Zeit. Zu viel Action, zu viel Abenteuer, zu viel Boah! Sport. So, jetzt schauen wir uns mal den Poolbereich an. Wow! Ja, der ist ja richtig cool auch. Mega! Natürlich getestet werden. Endlich gut. Schwimmen wir dagegen. Dann der Indoor-Pool. Den will ich jetzt nur gerade nicht ganz herzeigen, weil wir nicht komplett alleine sind. Aber der ist auch super schön mit Aussicht. So, und das ist dann der komplette Pool. Der ist echt schön. Und unten wäre dann noch die Sauna für über 16-Jährige, die Nacktsauna. Aber die zeige ich euch mal besser nicht. Die ganzen Bikes verteilt. Alle fahren mit High-Bike-Test-Bikes und man konnte vorher auswählen, welche Größe und welche Art von Bike man haben will. Und ich habe jetzt hier dieses Schmuckstück erhalten. Und jetzt wird gerade noch alles eingestellt, bevor es dann auf die Tour geht. Jetzt geht es erstmal rauf ein Stück. Noch sind wir komplett. Alle gucken für allen. Und dann ist die Einzahlung da oben. Wetter ist brav mit uns. Wir sehen bis rauf. Sieht sehr schön aus. So, dann kommen wir zu der Körperposition. Wir haben zwei Gelenke. Wir haben Knie und am Ellenbogen. Und das sind unsere zweiten Federelemente. Hier wird jetzt fleißig die Grundposition geübt. Und dazu wird einmal gekreiselt. Wir haben gerade gelernt, solange das Rad rollt, kann nichts schief gehen. Diesmal ist es aber gut beleuchtet. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Videoaufnahme als letztes Mal aus Triest. Vorbei geht's am Bergsee. Mir ist warm. Am liebsten würde ich gleich reinspringen. Endschön schön hier. Da geht es jetzt noch über so eine Brücke drüber. Und die andere Seite ist wieder auch mega schön. Landschaftlich lässt die Runde echt keine Wünsche auf. Jetzt haben wir da noch so einen tollen Forstweg Richtung Alm zum Mittagessen. Passend zu dem Winter ist natürlich immer noch ein bisschen Schnee da. Da war eine krasse Lawine. Und ich glaube, wir nähern uns dem Mittagessen. Und unsere tierischen Freunde haben es auch richtig schön hier. Stimmt, unsere Kolleginnen. Hey, ich danke gerade. Sind wir etwa kleine Zicklein? Mittagessen gibt es auf der Konstanzer Hütte. Und so schaut es hier außenrum aus. Es
liegt immer noch echt einiges an Schnee auf den Gipfeln, obwohl wir ja jetzt schon Ende Juni haben. Also, ja, krass, krass. Jetzt gibt's Essen und dementsprechend ist es schon sehr ruhig geworden. Schmeckt's euch? Ja, gut, das ist ausgezeichnet. Bei mir gibt's Apfelstrudel. Von der anderen Seite, da ist der See von vorher, da ist bunter Zaun, warum auch immer, und wir fetzen jetzt raus Richtung St. Anton und da eben wieder dieser coole Speichersee. Jetzt wieder zurück und unsere Gardine, die hat perfekt geschätzt, wann es anfängt zu regnen, und wir haben so ein Mordsglück. Das ist gar nicht mehr normal, weil wir sind komplett trocken und der Wetterbericht hatte eigentlich was anderes gesagt, aber da wollen wir uns mal nicht beschweren. War's gut? Juhu, super! Hat's euch gefallen? Yes! Ja, und jetzt ist die Expo-Area komplett geöffnet. Schauen wir mal, was es alles Schönes gibt. Da hängt schon einer der Geist. Ja. Und Gott. Ja, so geht der erste Tag dann auch schon zu Ende. Jetzt geht's runter ins Hotel und vielleicht noch in den Pool.